eins vorweg. Wir machen einen kleinen Zeitsprung von circa 2 Wochen, da mit der Aufnahme etwas schiefgelaufen ist. Es ist aber nicht viel passiert, außer dass wir die Belagerung, wo wir ja kurz davor standen, die zu vollenden, jetzt auch vollendet haben in Ostfrankenreich, sodass wir uns dann jetzt neue Ziele aussuchen müssen. Wir sehen hier den byzantinischen Kaiser ja schwer gezeichnet. Er ist ja selbst in den Schlachten mit anwesend. Und ja, wir hatten uns ja auch mal das Schlachtengelände angeschaut und das ist alles hügelig, bergig, hat natürlich immensen Verteidigervorteil. Und ja, wir sind froh, dass wir mit unserer gesamten französischen Reiterei nicht dort mitkämpfen müssen, sondern die Städte im Ostfrankenreich belagern können. Wir haben natürlich eigentlich einen nicht allzu hohen Kriegsstand erreicht, dadurch, dass wir halt selber nur im Ostfrankenreich tätig sind, was ja nicht das Kriegsziel ist. Unser Ziel ist es, das Ostfrankenreich ja direkt, indirekt ein bisschen zu schwächen, indem wir die Städte plündern und etwaigen Nachschub eventuell sogar abfangen könnten. Der byzantinische König, ja, hat die ersten Schlachten nicht erfolgreich vollenden können, was zu einem negativen Kriegsstand geführt hat, obwohl er ja eigentlich ein viel größeres Heer besitzt. Aber was heißt viel? Also er hat ja 20.000 Mann, die er befehligt, und das Ostfrankenreich 18.000 Mann. Allerdings muss man sagen, hat er auch noch einen mächtigeren Verbündeten. Ich rede jetzt nicht von uns, weil wir ja dort im Byzanz nicht direkt mitkämpfen, sondern ich rede von dem, ich glaube, dem Stammesführer war das, der Walachei. Genau, ich glaube, der ist kein Herzog. Und der ist natürlich vergleichsweise mächtig gegenüber dem Verbündeten des Ostfrankenreichs. Und der hat nämlich wirklich nur einen internen Herzog als Verbündeten, der nicht allzu viele Truppen aufbieten kann. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir nochmal auf die Finanzen schauen der einzelnen Kriegsteilnehmer. Denn die waren ja alle eigentlich recht gut aufgestellt. Da der Krieg jetzt aber schon eine Weile tobt, das natürlich hohe laufende Kosten sind. Und da kann sich natürlich immer dolle was ändern, je nachdem, ob sich jetzt ein Kriegsteilnehmer dazu entschlossen hat, Söldner anzuheuern. Das heißt, das ist das Erste, wo wir jetzt gleich mal drauf blicken. Und die zweite Geschichte, wo der Kaiser jetzt hier schon so verletzt dasteht, und er ist ja auch in sehr gehobenem Alter, also Respekt dafür, dass er da seine Armee überhaupt noch mit anführt, ist, er könnte ja sterben. Und wer erbt das Ganze dann? Das byzantinische Kaiserreich. Mit wem haben wir es zu tun? Mit dem Sohn des byzantinischen Kaisers. Und da sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen, was das für einer ist, weil mit dem müssen wir uns dann ja die kommenden Jahre auseinandersetzen. Okay, wir springen mal rein ins Spiel, schauen uns das Ganze jetzt mal etwas genauer an. Und zwar, wo haben wir ihn denn? Den Kaiser. Beziehungsweise, ich möchte nochmal zeigen jetzt, was in den 2 Wochen Zeit passiert ist. Also, wir sind hier fertig geworden mit der Belagerung. Hier sieht man es. Und wir haben uns schon neue Ziele ausgesucht, wo wir hinmarschieren. Wir werden uns hier, weil wir ja jetzt ein wenig unterversorgt sind, noch die Versorgung aufstocken. Mit der Armee, wo gehen wir mit der jetzt eigentlich hin? Haben wir da ein gewisses Ziel? Achso, diese Burg hier wollen wir noch belagern. Das ist hier, Moment, das müsste diese hier sein, Siegen. Wie viel Versorgung haben wir hier noch? Wir sind gut versorgt, also können wir hier ja weiter belagern und hier wird die Versorgung auch noch aufgestockt. So, also wir haben hier unsere ersten Ziele mal zumindest erreicht. Wir haben jetzt hier auch einen positiven Kriegsstand bekommen. Einfach aus dem Grund, ich kann es mal zeigen, weil wir jetzt den Erben gefangen genommen haben. Das bisschen Merkwürdige daran ist, dass der Erbe des Ostfrankenreichs, hier sieht man es, ist die Prinzessin Cecily vom Ostfrankenreich. Und wenn ich jetzt mal hier in den Kerker schaue, dann ist die hier, soweit ich weiß, nicht anwesend. Also wir haben hier die Königin Hanna, die Prinzessin Sibylle, aber nicht den Erben. Das heißt, der byzantinische Kaiser muss den wohl hier gefangen genommen haben während einer Schlacht. Und hier tobt doch noch eine ganz bedeutsame Schlacht. 13.000 Mann hier gegen 10.000 Mann, zumindest jetzt noch. Und wir sehen hier das Ostfrankenreich gerade im Nachteil. Und hier wird sich dann natürlich entscheiden, oder ja,
wie das Ganze weiter ausgehen wird. Denn die Armeen waren ja sonst hier immer sehr geteilt und haben sich jetzt hier vereint. Und es kommt zu dieser gigantischen Schlacht, sodass wir da auf jeden Fall ein Auge drauf haben werden. So, was ich aber nochmal schauen wollte, ist bei dem byzantinischen Kaiser, wer erbt das Ganze da? Das ist Prinz Lakobos. Und der ist mittlerweile natürlich auch 47, durchaus begabt, vor allem im Bereich der Diplomatie. Der ist ehrlich, zynisch und schüchtern. Jetzt kann man hier nochmal ein paar andere Eigenschaften anschauen. Der ist also, ja, hat den Fokus mal zumindest auf Familie gehabt. Ist ein Patriarch. Ist durchaus leichtsinnig, ein Logistiker und Trunkenbold. Und ein geschätzter Kriegshöfling. Lakobos hat mindestens 5 Jahre an einem wahrhaft großen Ort verbracht und sich viel mit edlen Kriegern und gefeierten Strategen befasst. Also dieser Kriegshof ist, glaube ich, der natürlich hier von Basileus Theodolos. Also begabte Strategen, so wie es aussieht. Ja, dann werden wir diese Schlacht hier einfach mal beobachten, denn die ist natürlich jetzt entscheidend. So. Während unsere Armeen dort die Belagerung weiter durchführen, beziehungsweise ihre Vorräte aufstocken. Ja, und das sieht doch sehr gut hier aus für das byzantinische Kaiserreich. Die Ostfranken können in die Knie gezwungen werden. Jawohl. Und, oh, seht mal, hier sind übrigens sogar Reiterschützen mit anwesend. Gepanzerte Reiterei, Kataphrakten. Schon beeindruckend, die Armee von ihnen. So, und jetzt konnte hier ein großer Sieg errungen werden. 54% ist jetzt der Kriegsstand. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Finanzen, hatte ich ja gesagt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Trotz der großen Reserven und hohen Einnahmen hier. Minus 123 bei einem Einkommen von minus 27,6. Das heißt, das ist natürlich sehr schlecht. Denn das gibt ordentlich Mali bei der Kriegsführung. Beziehungsweise bei der, ja, bei der Stärke, wenn man natürlich eine Schlacht führt, aber ausgleichend auf der anderen Seite auch hier minus 79, auch bei negativen Einnahmen, und das obwohl beide Kriegsteilnehmer solch riesige Reserven hatten. Und das ist natürlich erstaunlich, die werden sich wahrscheinlich ordentlich Söldner gekauft haben und ja, dann haben sie sich direkt verschuldet. Wir haben im Gegensatz dazu nun natürlich ein schönes Polster, wir haben auch ordentlich Ausgaben, aber wir haben hier natürlich auch jeweils, ja, ein bisschen was geplündert, sodass wir da auf jeden Fall noch etwas länger weiter durchhalten können. So, jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt sind die Vorräte natürlich wieder so ein bisschen aufgefüllt. Wir haben auch immer noch Winter. Die Belagerung hier wird durchgeführt. 7 Monate dauert das Ganze noch. Ich würde natürlich hier gern weitermachen. Wie ist hier die Festungsstufe der nächsten Festung? Liegt bei 3. Das bedeutet, hier können wir, denke ich, weiter vormarschieren. Die Vorräte sind eigentlich auch gut gefüllt. Hier haben wir Speyer mit Festungsstufe 4 oder Worms mit Festungsstufe 8. Ja, Festungsstufe 8 ist wirklich zu viel, zumal wir hier halt keine Belagerungswaffen dabei haben. Aber, naja, wir werden sehen. Dann sollen sie hier mal vorrücken. So, genau, hier ist die Burg. Und dann können wir die noch weiter belagern. Jawohl, wie lange dauert das jetzt hier? 10 Monate ist natürlich ein Wort. Hier 6 Monate. Und hier im Süden 14 Monate. Ja, Festungsstufe zu hoch. Und erfreulich, unsere Königin ist wieder schwanger. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob das vielleicht wieder Zwillinge werden. Das wäre ja was. Was haben wir hier noch für Meldungen? Gefangene können Lösegeld bringen. Ja, die werden wir aber natürlich nicht freilassen, solange der Krieg hier tobt. Es sei denn natürlich, ist es irgendein Notfall und wir würden ja tatsächlich doch irgendwie auf Null kommen und uns potenziell verschulden. Dann müssen wir halt abwägen. Okay, an den heiteren König Mathieu von Frankreich. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, Herzog Simon. Okay, das hier ist König Wilhelm III., der Sohn, ja, von seinem Vater, beziehungsweise von demjenigen, von dem wir ja vermuten, dass er unseren Vater umgebracht haben könnte. Und seht mal hier, der ist jetzt mittlerweile hier sogar Folterer geworden. Ja, also schwierige Beziehung zu ihm, zumal er erst kürzlich ja auch wieder
dieses Artefakt verlangt hat, das Schild von Fabrice, was wir natürlich nicht rausgeben werden. Das gehört uns, ist ja sogar prominent in unserem Thronsaal ausgestellt. Also, der hat da schon wieder angefangen, uns zu necken. Und er sagt jetzt aber, und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Ja, und zuständig oder der Grund dafür sind die diplomatischen Künste des Herzogs Simon II. Von Anjou, den wir erst kürzlich hier ins Amt geholt haben. Und ja, der konnte wirklich brillieren mit so einem schwierigen Charakter und wir haben ja auch so eine schwierige Geschichte miteinander. Ja, wer weiß, ob da nicht die Eiszeit zu Aquitanien beendet werden könnte sogar. 30 Meinungen. Ich meine, wir haben jetzt ein neutrales Verhältnis, aber das ist ja schon mal was, weil das war ja eher von Feindschaft geprägt. Okay, unsere Sorgen liegen aber aktuell woanders. Wir belagern hier die einzelnen Städte. Wie sieht es jetzt hier aus im Südosten in Byzanz? Meine Güte, die Armeen haben sich hier wieder ordentlich aufgeteilt und stocken ihre Vorräte auf, so wie es aussieht. Und unter Umständen könnte der Krieg tatsächlich schneller vorbei sein, als wir dachten. So, ich bin in Paris angekommen, um euch zu huldigen, glorreicher König, als Zeichen meiner Treue. Wer ist denn das? Baron Thibault von Etampes. Okay. Ich hoffe, mein Eid, mich unterzuordnen, reicht als Beweis meiner Ehre. Ja, führt ihn hinein. Und ja, er kniet vor uns nieder, hat kein Gold mitgebracht. Obwohl er hier eigentlich durchaus was hat, aber wir sind nicht gierig. Das passt gut. Wir setzen nur voraus, dass er uns treu dient. Und wir erhalten Prestige und Bekanntheit. Wunderbar. Dann 4 Monate dauert das Ganze hier noch. 6 Monate und 11 Monate. Ja, ich denke aber, das ist eine ganz gute Taktik, dass wir hier trotzdem so verteilt arbeiten. Dann geht die Versorgung auch nicht so schnell runter. Wir haben jetzt mittlerweile auch den Winter überwunden. Und auch innerhalb von Frankreich sehe ich jetzt keine Truppen, die sich irgendwie gegenseitig bekriegen. Das heißt, auch unsere Vasallen untereinander haben sich zumindest so ein bisschen beruhigt. Und es ist ein bemerkenswerter Gast eingetroffen. Antoine de Maurienne hat Erfahrung im Kampf. 48 ist er bereits, hat aber ein Kampfgeschick von 19. Und ja, wieso sollten wir ihn eigentlich nicht anstellen? Wir können ihn nicht ganz so gut leiden, weil er rachsüchtig ist und wir natürlich eher nachsichtig sind. Aber wir gucken nochmal rein. Das wird jetzt für diesen Krieg natürlich nichts helfen, weil wir ihn einzeln nochmal ausheben müssten. Ja, er gehört damit auf jeden Fall zu den besseren Rittern, auch wenn er jetzt 48 ist. Die Frage ist, wie teuer ist das Ganze? Ja, 38, den können wir ruhig nehmen. Und wir hatten ja gesagt, wenn er am Hof ist, ja, schön Helm hat er bekommen, dann werden wir ihn auch verheiraten. Der sucht sich an unserem Hof auf jeden Fall jemanden aus. Was ist für einer? Also stur, zornig, rachsüchtig, mitfühlend, gerecht und zufrieden. Ja, okay, sie kann mit ihm mitfühlen in seinem Zorn. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nehmen wir nochmal Adelinde Nibelunging. Wählen wir die aus? Ja, und die ist sogar bereit dazu, wird annehmen. Und dann werden wir den Vorschlag einfach mal abschicken. Gibt natürlich ordentlich Prestige für den Ritter, aber man muss ja auch sagen, er ist ja jetzt auch viel anziehender, dadurch, dass er ja ein Ritter des französischen Königreichs ist. Von daher kann man das vielleicht rechtfertigen, dass eine Frau aus einer so angesehenen Familie ihn heiraten möchte. Ja, wunderbar. Gnädigerweise, sagt sie. So, wir haben wieder Gefangene gemacht und eine Belagerung gewonnen. 30 Gold hat das wieder gegeben. Das hat zumindest unsere Unkosten für den neuen Ritter wieder ausgeglichen. Jetzt schauen wir mal, wohin wir jetzt als nächstes marschieren. Ich denke mal hier, dann können wir die Verbindung zu der Armee im Norden herstellen. Und zwar ist das hier Marburg, hat eine Festungsstufe von 3. Das sollte also relativ flott gehen. Und hier müssen wir dann auch mal sehen, wie wir dann nach oben marschieren oder ob wir hier dann weiter belagern. Je nachdem.
54er Kriegsstand aktuell. Ja, und hier sind natürlich jetzt viele Gebiete mit Ebenen. Unsere Reiterei fühlt sich hier wohl. 4 Monate. Ja, das geht schnell. Und hier noch einen guten Monat. Ich schaue immer mal hier oben rein. Aber die Meldungen sind hauptsächlich über die ganzen Gefangenen, die wir auslösen könnten. Okay. Andali, ein Höfling von uns, quält sich schon den ganzen Tag und versucht offensichtlich die richtigen Worte zu finden. Okay, immer raus damit. Als wir uns auf den Weg machen, um etwas zu essen, beginnt sie schließlich verlegen. Mein Gastgeber, ich habe gehört, dass Graf Bernard, euer Vasall, den angeblichen Anspruch auf euer Land jeden Tag ernster nimmt. Wie bitte? Also, wer ist Andali? Höfling von uns. Gehört er zu Ibrahim Ragwavit? Okay, die sind mal übergetreten zum katholischen Glaube. Haben die irgendeine Stellung inne? Nein, haben sie nicht. Sie ist aber durchaus eine gebildete Person und auch ehrlich. Das heißt, wir können ihr, soweit wir das zumindest beurteilen können, in gewisser Weise vertrauen. Ist aber die Frage, wie ist unser Verhältnis hier zu Graf Bernard? Und was hat er für einen Anspruch? Graf Bernard, auch bekannt als der Pfähler von Bayeux. Selbst ein Ehebrecher. Ein eigenwilliger, gefühlloser Graf ist das. Der ist aber auch treuherzig. Ja, wem gegenüber? Das ist natürlich immer so eine Sache. Selbst hat er nur 576 Mann. Und er hat tatsächlich einen Anspruch, einen fallengelassenen Anspruch, auf das gesamte Königreich von Frankreich. Interessant. Ja, wo befindet sich er jetzt hier überhaupt? Hier ist Bayeux. Okay. Er bezeichnet euch mittlerweile sogar in der Öffentlichkeit als illegitimen König von Frankreich, der sich täglich seiner rechtmäßigen Ländereien und Einkünfte bemächtigt. Wie bitte? Also den müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Wir heften ihn mal an. Jetzt könnten wir sagen, ha, diese Schlange Höllengezücht. Und wir würden direkt zu Rivalen werden. Wir erhalten Prestige. Aber es passiert auch nicht viel, außer dass wir halt Anspannung erhalten, weil wir eigentlich geduldig und auch nachsichtig sind. Die Frage ist, wie ernst nehmen wir so einen kleinen Grafen hier? Aber natürlich, wenn er das hier sogar öffentlich rausposaunt. Kontrolle ist ja das Ziel von unserem König. Interne Kontrolle, da können wir solche, ja, Aufwiegler eigentlich nicht gebrauchen. So, wir könnten natürlich Graf Bernard einen Brief schreiben. Das wäre eine Diplomatie-Herausforderung. Was könnte da passieren? Also entweder wir beschwichtigen den Grafen, wir begründen das, was uns vorgetragen wurde und dass, falls da was dran ist, er natürlich diese Ansprüche nicht besitzt. Das könnte er akzeptieren. Oder halt auch nicht, wir werden Rivalen. Oder ich bin mir sicher, es handelt sich um belangloses Geschwätz. Dann, was würde dann passieren? Ihr erhaltet 3 Jahre lang vertrauensvoller Lehns. Ja, dieser Charakter ist dafür bekannt, dass er im Zweifelsfall zugunsten seiner Untertanen entscheidet. Es gibt Ränkespiel -1, aber Meinung +5. Okay, wir würden das also nicht wirklich ernst nehmen, die ganze Geschichte. So, wenn die Gerüchte aber wahr sind, dann werden wir zu Rivalen. Oder Graf Bernard hat uns nur auf die Probe gestellt, wollte uns so ein bisschen herausfordern. Es passiert nichts weiter. Ha, das ist natürlich so eine Sache. Also ich glaube nicht, dass wir das hier wählen würden, einfach weil das gegen unseren Charakter spricht. Auch wenn das logisch wäre. Ein Brief an ihn schreiben. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir schauen mal. Also ich denke, die beiden letzten Möglichkeiten sind durchaus, ja, möglich. Und wir würfeln das mal aus. Und ich würfel eine 3. Das bedeutet, wir werden Bernard damit konfrontieren und ihm einen Brief schreiben. Und ja, es hat sich wohl herausgestellt, dass er da tatsächlich diese Äußerungen getätigt hat. Er lässt sich dort auch nicht von einem persönlichen Brief überzeugen und wir werden jetzt Rivalen. Ja, das spricht natürlich eigentlich dafür, dass wir hier tätig werden sollten. Wir können keinen Titel aberkennen. Er ist kein direkter Vasall von uns, sondern Vasall von, Moment, jetzt schauen wir mal, von Herzogin Sibylle von Neustrien. Okay,
Er ist auch nicht verschreckt von uns übrigens, ganz im Gegensatz zur Vasallin. Und ja, wir haben natürlich oder wir hätten natürlich hier auch nicht genügend Lehnsautorität. Das heißt, wie würden wir hier weiter vorgehen? Eine Möglichkeit, die wir hätten, da er hier auch ein Ehebrecher ist, ist, dass wir ihn exkommunizieren könnten. Und das wäre dann natürlich ein Verbrechen. Wir haben Frömmigkeit. Der Papst wird sicherlich, ja, zusagen, oder? Nein, hier steht, die scheußlichen Missetaten von Graf Bernard blieben viel zu lange ungesühnt. Ja, ich werde Papst Benediktus ersuchen, ihn zu exkommunizieren. Wenn er schon unseren Onkel exkommuniziert hat, dann wird das doch hier wohl möglich sein. Aber es steht nur beim positiven Wert. Und die Meinung von Papst Benediktus über uns ist zwar im Plus, aber auch bei Graf Bernard, sodass es genau nicht geht. Wir könnten aber ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich meine, das wäre sowieso möglich. Wir könnten aber natürlich auch den Papst kontaktieren. Das wäre sowieso mal was. Dann schreiben wir ihm vielleicht einen Brief. Wir haben ja eigentlich auch ein recht gutes Verhältnis. So, wir starten mal die Beeinflussung. Oh, was wir auch machen könnten, dass wir hier einen Spracherwerb haben. Wir sind aber eigentlich faul, ja. Auch wenn recht gebildet. Aber hier werden wir ihm zumindest mal einen Brief schreiben. Das hat aber nur eine Erfolgschance von 20%. Eieiei. Wir machen das trotzdem mal, um unser Anliegen zu schildern. Wenn wir dann zwischenzeitlich eventuell, ja, wenn sich das hier doch ändert, wir werden da immer mal wieder reinschauen, dann können wir ihn vielleicht doch direkt exkommunizieren lassen. So rum. Okay, also unerfreulich, dass da so ein aufwiegelnder Graf existiert, aber zumindest ist es kein mächtiger Graf. Wir sind hier jetzt auch gleich mit der Belagerung fertig. Wir schauen mal. 20 Tage noch dauert das Ganze. Und eventuell werden wir hier auch wieder wichtige Gefangene machen. Und ja, 24 Gold haben wir und wieder Gefangene gemacht. Es ging jetzt hier tatsächlich auf 90% hoch. Lag das jetzt daran, dass wir hier belagert haben? Oder hat der byzantinische Kaiser hier noch eine Schlacht gewonnen? Nein, es sieht ganz danach aus, als wären wir hier tatsächlich dafür zuständig wieder. Obwohl das hier ja eigentlich nur ein Sohn von einer Gräfin wieder war. Aber vielleicht, weil das hier so viele Gebiete sind, die wir jetzt mittlerweile kontrollieren. Diese Belagerung ist ja auch bald geschafft. Wir könnten jetzt diese Truppen nochmal woanders hinziehen. Haben wir hier noch eine Festung? Ja, die Festung von Kassel. Dann werden wir dorthin ziehen und da mal weitermachen. Und dann können wir ja hier eventuell dazu stoßen, je nachdem. Und hier dauert das jetzt auch nur noch 3 Monate. So, was ist jetzt hier los? Euer Verbündeter greift an. Unser Nachbar wird angegriffen. Moment mal. König Raoul vom Königreich von Lothringen greift König Nikolaus vom Königreich von Ostfranken an. Lothringen tritt hier mit in den Krieg ein? Der lothringische Anspruch auf das Königreich vom Ostfrankenreich? Moment mal. Auf das gesamte Königreich Lothringen nutzt die Gunst der Stunde, um über das Ostfrankenreich herzufallen. Kurz bevor sie hier eigentlich vor dem Verlust gegen das byzantinische Kaiserreich und gegen uns stehen. Das ist natürlich eine kluge Entscheidung. Muss man dem König lassen? Und ja, Tatsache, wenn man das hier mal sieht, er erhält dann das gesamte Königreich. Meine Güte. Holt er uns da vielleicht in diesen Krieg auch noch mit rein? Wäre ja möglich. Wir treiben ja hier schon unser Unwesen. Und es ist noch ein bemerkenswerter Gast eingetroffen. Okay, der hat jetzt hier einfach Anspruch auf eine Grafschaft von Hennegau. Ja, er ist auch ein guter Diplomat. Wir schauen mal. Ja, wir haben aber hier Herzog Simon, mit dem sind wir äußerst zufrieden. Von daher werden wir da nicht weiter reagieren. Ja, also das ist aber wirklich bemerkenswert jetzt, dieses Ereignis, dass Lothringen hier noch mit dazukommt. Wir schauen nochmal zu unserem Rivalen, ob das jetzt eventuell noch möglich ist, diese Exkommunikation. Nein, ist immer noch bei -1, also da ändert sich zumindest voraussichtlich nichts. Ja, werden wir sehen, was bei der Kommunikation mit dem Papst herumkommt und ob wir dann exkommunizieren können nach der Kommunikation mit dem Papst. So rum.
10 Gefangene könnten wir schon entlassen. Dann wären wir reich, aber kommt nicht in Frage. Ziel ist vor allem, dass wir hier den Krieg beenden. Und unsere Frau hat ihr Kind bekommen. Mit einem müden und doch glücklichen Lächeln überreicht Gudrun mir einen perfekten kleinen Sohn. Noch ein Sohn. Und wie könnten wir ihn nennen? Wir können ihn Mathieu nennen. Nach uns. Ja, eigentlich wieso nicht? Dann haben wir einmal Fabrice, Valeran und Mathieu. Ja, mögest du stark und weise werden, mein Sohn. 3 Söhne. Also ganz und gar nicht so wie bei unserem Vater, dass wir da aufpassen müssen, dass wir genügend Söhne haben. Wir werden jetzt hier mal direkt dazu stoßen und mit belagern. Auch hier kann es nicht mehr allzu lang dauern. Wir sind jetzt wieder bei 89er oder jetzt bei 90er Kriegsstand angekommen. Und was ist denn jetzt hier noch los? Unser Nachbar wird angegriffen. Ich schließe das mal hier, dass wir den Belagerungslärm nicht die ganze Zeit neben uns haben. Und zwar, der König Nikolaus vom Ostfrankenreich wird angegriffen vom Oberhäuptling Radoslav. Mensch, jetzt prescht es hier aber auf ihn ein. Und zwar ist es ein Religionskrieg um die Grafschaft von Redaria. Der hat auch 3700 Mann, was natürlich eigentlich kein Gegner wäre für das mächtige Ostfrankenreich. Was sich übrigens hier ja bis ja, Süditalien zieht. Aber, ja, man muss dazu sagen, dass der König natürlich einige Probleme hat. Und, Moment mal, Kriegsteilnehmer ist der Papst. Ach so, weil es sich um einen Religionskrieg handelt. Ja, also er hat natürlich hier als Gegner Lothringen, Byzanz und Frankreich. Das ist nicht einfach, diese Situation für ihn. Wir lassen hier mal ein Stück weiterlaufen. Wie lange dauert das jetzt hier? Nur noch 2 Monate. Das geht jetzt wirklich ratzfatz. Oh, hier haben wir eine feindliche Armee. Das ist jetzt auch die Armee des Ostfrankenreichs. Wo kommen die denn hier auf einmal her? Feindlicher Kriegerorden. König Nikolaus II. Vom Ostfrankenreich. In der Stunde der Not hat er die Tempelritter gerufen. Wie stark waren die? Oh, das war der mächtigste Kriegerorden. 7200. Ja, stimmt. Die kann er jetzt natürlich rufen, weil es sich ja jetzt um einen Religionskrieg handelt und die dort oben hier, wir schauen nochmal drauf, eine andere Religion haben. Kusaritisch, ein jüdischer Glaube ist das. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er die Truppen auch einsetzen, um uns jetzt hier zu stellen? Potenziell ja, ne? Wenn wir jetzt hier auf ein Feld kommen, dann müssten wir vielleicht aufpassen. Aber es sieht danach aus, als würde er zumindest woanders hinziehen mit dem Orden. So ein Komplott bei Hofe. Meine Ratspitze ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet einen Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meinen Höfling und Hoftutorin Hasiga. Wir müssen den Übeltäter finden. Ja, und ganz ehrlich, das ist ja das zornige Ehepaar. Als Rivalen hat sie ihren Mann, und es würde mich nicht wundern, wenn ihr Mann sie ermorden möchte. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so von Bedeutung, wobei wir natürlich eigentlich nicht unsere Hoftutorin verlieren möchten. Aber wir haben ja hier unsere Radspitzelin und unsere Hofwachen, die werden sich darum, denke ich, schon kümmern. Okay, wir schließen das Ganze mal. Ja, der Kriegerorden zieht weiter. Das ist auch schon mal sehr gut. Jetzt die Frage, kommen die noch rechtzeitig? Oh, wir haben jetzt Speyer belagert. 19 Gold haben wir erhalten und der Kriegsstand ist bei 100%. Das heißt, die werden hier in diesem Krieg keine Rolle mehr spielen, gehe ich mal schwer davon aus. Aber natürlich in dem Religionskrieg und eventuell natürlich im Krieg gegen Lothringen. So, wir müssen jetzt eigentlich hier gar nichts weiter machen. Wir müssen nur warten, dass der Krieg jetzt hier beendet wird. Und tatsächlich, der potenziell ja noch ewig hätte dauern können, ja, bei diesen Armeegrößen, aber der Krieg ist vollendet. Basileus Theodolos vom Byzantinischen Kaiserreich erhält jetzt die Grafschaft von Sahumlir. Hat mir ja geschaut, das ist so eine kleine hier im Süden. Und erhält 50 Ruhm. Verbündete teilen sich 500 Prestige. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir davon bekommen. Ja, 95%. Also wegen der ganzen Gefangenen und Eroberungen sicherlich. Obwohl wir ja keine richtig großen Schlachten geführt haben. Dann sagen wir mal, so sei es. Wir können unsere Truppen auflösen. Und das wäre natürlich mal ein Anlass, wieder ein Fest zu feiern. Ja, das können wir auch machen. Das werden wir dann aber, denke ich, in der nächsten Folge tun.
Denn ja, die Beendigung dieses großen Krieges hier und damit auch ja, das gefestigte Verhältnis und das gefestigte Bündnis von Byzanz und Frankreich muss jetzt natürlich gefeiert werden. Wie sich das Ganze noch weiterentwickelt, vor allem in Bezug auf Lothringen, ob Lothringen es schafft, hier das byzantinische Kaiserreich sich einzuverleiben, das ist natürlich nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Wir schauen nochmal ganz kurz, weil ich selbst so neugierig bin, auf die Truppenstärke, hier jetzt mittlerweile fast 12.000 Mann und Ostfranken zwar geschwächt, aber mit dem Kriegerorden bei 22.000 Mann. Und natürlich auch die Frage, wen werden die Lothringer hier noch um Hilfe bitten? Werden wir gleich aus dem vorherigen Krieg nochmals in den Krieg gerufen werden, als doch treuer Verbündeter von Lothringen? Wer weiß. Aber wie gesagt, das alles dann in der nächsten Folge. Bis dahin.